Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster, und ihr seht's, die neue Just Cricket ist heute erschienen am 6. März 2020 mit den ersten Euro-Produkten oder Euro-Zugaben. Zwei limitierte sind heute in der Zeitschrift drin, sowie zwei Booster und ein Pax der Discs oder sowas. Auf jeden Fall einer von 50 Kreiseln oder was das immer sind. Keine Ahnung, irgendwie so Pop-Dinger. Auf jeden Fall was für kleinere Leute oder für kleinere Kinder. Und hier haben wir auch schon die limitierten Ronaldo und Neuer, und zwei Booster sind dahinter, wie ihr schon seht. Kauft euch die Zeitschrift auf jeden Fall. Für jeden Sammler ein Muss. Weil die Booster würden allein schon 4 Euro kosten, die Zeitung kostet 3,99 €. Das heißt, die Limis und die Zeitung sowie die das Power-Ding, da würdest man geschenkt bekommen oder kriegt man geschenkt. Vorne drauf sind Serge Gnabry, Manuel Neuer und Toni Kroos. Und das große Thema ist die DFB-Asse im großen Check. Wer hat schon EM-Form sozusagen? Welche Spieler würden die mit zur EM nehmen? Und mit Tippen und Gewinnen, wer wird Europameister? Ich würde sagen, ich habe extra eine Zeitschrift gekauft, wo die Limis nicht verknickt waren. Weil in manchen Zeitschriften waren die Limis auch schon verknickt. Das ist ja nicht so super, deswegen. Und ihr seht es auch vielleicht schon an der Helligkeit, ist ein bisschen dunkler schon bei mir. Oh, das Ding klebt sogar dran, ne? Ja, ich nehme das Video wirklich noch an demselben Tag auf. Ihr seht ja, dass es an dem Tag noch kommt. Deswegen, falls es um 20 Uhr kommt, ist es halt so. Hauptsache, ich mache doch das neue Video für euch. Ist schon jetzt 17 Uhr oder so. So. Das ist die Zeitschrift. Gucken wir mal zuerst, bevor wir auf die Karten gucken, auf dieses 1 von 50 Packs Dicks. Keine Ahnung, was das bedeutet. Mini-Sammelposter. Hä? Kann man so aufreißen. Glänzt von innen, schön Plastikverbrauch. Für irgendeinen Schwachsinn. Und was kriegt man? Hä? Ein Kreisel oder was? Du ahnst es nicht, die ganzen Dinger gibt's. Pff. Power Snack, Power Sports. Pff. Was habe ich für ein Ding bekommen? Das hier, ne? Ne, die 17. Ja, hier, das. Ding habe ich bekommen. Dann gibt es noch Rare und Super Rare und Ultra Rare. Ich habe eine ganz normale Base-Ding bekommen. Keine Ahnung, was man damit machen soll. Ah, das sind so. Hä? Das ergibt so gar kein. Ah, da muss. Was eine Masche, da musst du wieder so einen Ständer kaufen und da kannst du die Dinger da drauf machen als Kreisel. Wandert in Müll beides, ab in den Müll damit. Dann gucken wir uns die Limis an. Zum ersten haben wir hier, ich mach mal doch Licht an. Zum ersten haben wir hier CR7 Cristiano Ronaldo von Portugal mit einem 100er Angriffswert. Und Manuel Neuer mit einem 96er Verteidigungswert. Die beiden Limis gibt es nur hier. Kann auch sein, dass es in irgendwelchen anderen Ländern die Limis noch in anderen Produkten gibt. Aber in Deutschland gibt es die nur in dieser aktuellen Ausgabe. Dann haben wir noch die zwei Booster. Ich würde sagen, die behalten wir uns für den Schluss auf und gucken uns erstmal in die Zeitschrift rein. So, ich kann jetzt leider nicht noch mehr rauszoomen. Ich habe schon relativ weit rausgezoomt. Auf jeden Fall hier die nochmal Extras und was weiß ich, Popsoons. Keine Ahnung, auf jeden Fall null Ahnung wegen den Dingern. Dann werden hier, wie gesagt, die deutschen EM-Form-Gedöns da beraten. Die einzigen beiden, die angeblich, oder die einzigen drei, die in EM-Form sein sollen, sind Groß, Gündogan und Kimmich. Und dann gibt es hier die ganzen Positionen, mit wer der Stamm spielt und welche Spieler dort auch noch auf der Position spielen können. Ja, sagen wir es so, Ginter würde ich da jetzt nicht spielen lassen. Da, hier geht es ja noch weiter. Auch noch mit Ersatzspielern, wow. Das war's ja komplett. Ja, Leute, wir machen mal ein bisschen weiter. Dann hier, wir spielen hier gegen Spanien und Italien noch als Testspieler am 26. März und 31. März. Wobei, die Stadt Nürnberg hat ja gesagt, dass Deutschland gegen Italien abgesagt werden soll wegen dem Coronavirus, weil in Italien ist ja Corona, keine Ahnung. Nur, keine Ahnung wirklich. Also ich halte von dem Coronavirus nicht viel. Wird mehr Hype gemacht, drum als wirklich was ist. Oh, hier kann man viermal je eine signierte Premium Limited Edition von Thiago gewinnen. Ich glaube, ich werde da mitmachen. Dann gibt es wieder hier diese Playmobil-Torfigur-Werbung. Stürmt England zum Titel. England nochmal im
im Check vor der EM. Dann der Star-Check von Jadon Sancho, Pancho, wie Dennis sagen würde. Dann hier noch ein Euro-Gewinnspiel, nice. Je ein Starter-Set plus im kleinen Tin plus noch ein Premium-Booster, da werde ich mitmachen. Was ist die? Maile oder schreibe uns bis zum spätesten 6. April, wer dein Favorit auf dem MTL ist und den Preis werden unterhalten. Nice, da mache ich mit. Dann melde ich natürlich, dass Frankreich oder Belgien wird. Weil ich glaube, Frankreich, Niederlande oder Belgien. Die drei, denke ich so, dass die, also die Benelux-Staaten, ich denke so, dass die das, auch dass ich ausmachen, wer Europameister wird. Portugal ist nicht stark genug, Spanien nicht, England nicht, Deutschland nicht. Ja, so würde ich jetzt mal behaupten. Dann kann man hier noch Abos abschließen. Sané wieder Puzzleteile, Messi, Alaba im Österreich-Dress, Brand gefährlich, Philippe Coutinho, Ilkay Gündogan und Kylian Mbappé im neuen Frankreich-Trikot. Überspringen wir mal die Rückseiten. Dann kann man diese Dinger hier gewinnen. Nee, machen wir ganz sicher nicht. Freundebuch von Deutschland, dann Serge Gnabry im Interview mit den ganzen Clubs, wo er gespielt hat. Und insgesamt so, wir sind die ganzen Erfolge. Oh, nice, dann gibt es hier wieder einen Überblick, welche Produkte es alles gibt von den von der Euro und welche Limis dort enthalten sind. Ja. Und hier gibt es auch die ganzen Magazine, die noch erscheinen werden. Und zwar bald kommt schon am 21. März das Paula-Magazin mit Toni Kroos raus. Dann in der nächsten Just Kick It ist Serge Gnabry drin. Dann gibt es noch so ein EM-Special, da ist Mbappé drin und dann gibt es noch, das ist das Behindertste, Leute, ab dem 5. Juni, eine von drei, das heißt, du musst drei Just Kickets kaufen, um die ganzen Nimis zu bekommen. Griezmann, Ginter oder Lewandowski. Ganz ehrlich, wer will denn einen Matthias Ginter haben als limitierte Karte, jetzt Real Talk. Und die anderen Produkte werde ich auch noch kaufen. Auf jeden Fall, wisst ihr Bescheid dann. Dann gibt es hier nochmal Werbung für die Euro-Karten und die Sticker, die ersten Sachen zu den Stickern. Demnächst im Handel. Leider steht hier steht nur, ich freue mich voll auf die EM-Sticker. Eine Fußball-Weltmeisterschaft ohne Panini-Sticker ist wie ein Spielfeld ohne Ball. Daher gibt es natürlich auch zum Großereignis dieses Sommers die beliebten Klebebildchen samt Gesammelalbum. Freut euch auf die Teams, Stars und Stadien und Maskottchen und natürlich auf beliebte Glitzer-Sticker. Demnächst. Leider steht hier nicht, wann die rauskommen. Das wäre nicht witzig. Und mit den ersten Bildern. Dann gibt es hier die besten 25, wie eigentlich in jeder Ausgabe bisher. Leserbriefe und Fragen und Spieltage, die demnächst anstehen. Rätsel, genau, die habe ich nämlich vermisst. Und hier noch die Nations League. Deutschland kann ja noch, wo war es? Gegen die hier spielen, ne? Ne, ich glaube, Deutschland kann noch gegen Island, Rumänien, Bulgarien oder Ungarn. Einer von denen kommt auch zu Deutschland. In die Gruppe noch. So war es, dachte ich zumindest. Dann hier nochmal ein paar Startelfs mit Fotos von den Leuten, die gemacht haben. Und was ist beim nächsten Mal drin? Ein Booster und eine XXL-Limitierte von Serge Gnabry. Stimmt, habe ich falsch gelesen. Weil Serge Gnabry gibt es hier, glaube ich, so nur als normale Limi. Und ein Schiri-Set. Das heißt, noch nichts von den Stickern zu sehen. Also vielleicht dann in der nächsten Ausgabe. Aber ich hoffe, die Sticker kommen bald auch raus. Und das war's dann von der Zeitschrift. Wir zoomen mal ein bisschen näher ran. Dann legen wir die mal hier so hin. Die Limis legen wir auch noch schön in den Hintergrund. Und dann gucken wir uns nochmal die beiden Booster an. Also wir haben einmal einen Lloris, De Bruyne und Schick Booster und einmal einen Maguire, Bale und Insigne Booster. Die Verteilung kennt ihr, Leute. Lloris ist in jedem 12. und die Booster sind anders gepackt, weil hier kommt mir schon direkt die Powerkarte entgegen. Hä? Was eine Verarsche! Nee. Also das ist ja wirklich scheiße. Wir haben 7 Basekarten und eine Powerkarte. Das sind die Booster extra für Just Kick It. Ja, nicht für den Normalverkauf. Damit die damit doch keinen Verlust machen. Ey, was ne Scheiße. Bruder, nee, also das war's ja auch komplett. Ziganov, Hennessy, Prepper, Akanji,
Griezmann, Granlund und Morata. Morata brauche ich noch, die anderen nicht. Und Oleksandr Zinchenko, Allround-Player. Also nee, das finde ich blöd. Da werde ich auch erstmal direkt meinen Freund Collectors anschreiben und ihm darüber mitteilen. Ja, und hier haben wir nur eine Fanskarte drin. Hype in den Chat. Ja, Bruder. Sonst sind ja 3 bis 4 Powerkarten oder maximal mindestens 2 drin. Ja, das war es ja auch komplett. Çalhanoğlu, Ginter, Alaba, Dendonka, Masopust, Christensen, Chilwell und Brekalo als Wonderkid. Ja, also das macht schon wieder die Zeitschrift richtig. Das macht schon wieder die Zeitschrift ein bisschen schlecht. Ja, wenn nur eine Powerkarte in den Boostern ist und ich zum Beispiel den Brekalo schon habe und die meisten Basekarten. Ja, egal. Ich habe es eigentlich ja nur wegen den Limis gekauft. Egal. Das war's. Gerne hier noch kostenlos das nächste Video anschauen oder hier kostenlos abonnieren. Oder hier die Playlist auschecken von der Euro. Das ärgert mich ein bisschen jetzt mit den Limis. Aber beim nächsten Mal gibt es die Gnabry-Limi. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.